willkommen zu diesem Video. Mein Mini-Cut, der neigt sich langsam dem Ende zu und ich dachte mir, ich zeige euch mal meine Top-Favoriten in der Diät, also welche Lebensmittel habe ich am häufigsten konsumiert und vielleicht sind da ja auch ein paar Tipps und Tricks für euch mit dabei und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, denn ich habe richtig viel hier am Start und deswegen muss ich hier ein bisschen gucken, dass ich mit der Zeit zurechtkomme. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, Fragen wie immer in die Kommentare und ich würde mich sehr über ein Abo freuen und jetzt würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Vorab, ich war im Edeka shoppen. Ich persönlich finde Edeka eigentlich ziemlich praktisch, weil er direkt bei uns vor der Tür ist und er hat natürlich alles. Man muss sagen, mittlerweile ist das schon echt happig geworden. Deswegen, ja, wir haben direkt einen Aldi auch nebenan. Schaue ich immer, dass ich beides so ein bisschen abdecke, weil im Aldi gibt es nicht immer alles, was es im Edeka gibt. Und ja, deswegen sind das so meine Favoriten im Moment. Aber im Edeka bin ich schon ziemlich oft. Und ja, ich zeige euch mal, was ich alles so geshoppt habe. Es ist übrigens heute richtig warm. Ich bin schon ein bisschen am Sweaten. Ich habe, glaube ich, die falsche Kleiderwahl getroffen, aber ich dachte mir, das Grün ist so schön und ja, deswegen sitze ich hier im Langarm-Shirt und bin ein bisschen am Ölen, aber ja, ich würde sagen, wir fangen trotzdem jetzt erstmal an und zwar natürlich mit Obst und Gemüse. Das habe ich ja schon oft gesagt, also klar, in der Diät darf man sich was gönnen, ne? Das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile hier auf meinem Kanal, aber trotzdem muss man natürlich Lebensmittel konsumieren, die einen gut sättigen und Obst und Gemüse ist da einfach the number one und ich würde mal sagen, ja, stellvertretend für Gemüse ist hier einmal eine Gurke. Super krasses Kalorienverhältnis. Also ne, man isst einfach so viel davon und isst kaum Kalorien. Und man kann damit auch eigentlich richtig viel machen. Deswegen ist das schon praktisch, genau wie Möhrchen. Ne? Da kann man auch einfach so auf dem Sofa ein bisschen snacken. Vor allem, wenn man schon genügend Kalorien gegessen hat und trotzdem noch so ein kleines Hüngerchen da ist, dann kann man eben auf sowas richtig gut zurückgreifen. Und was jetzt, glaube ich, viele vielleicht nicht verstehen können, was ich aber auch gerne snacke, ist Kohlrabi. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch gerne snackt. Ich esse das halt einfach gerne roh. Mache ich schon immer. Als Kind habe ich es auch schon gefeiert. Ja, kann man machen, muss man ein bisschen gucken mit der Verdauung. Ne? Manchmal eskaliert das dann, aber wenn man nicht das ganze Ding isst, dann geht es eigentlich. Ja, das auf jeden Fall so viel dazu zum Thema Gemüse. Ich habe auch noch Brokkoli, fällt mir ein. Das ist gerade noch im Gefrierschrank. Ich hole es mal kurz. Da bin ich wieder. Was bei uns nämlich auch eigentlich nie fehlen darf, ist auf jeden Fall gefrorener Brokkoli. Wir haben den immer als Basic im Gefrierschrank, weil wenn man es einfach mal nicht schafft, warum auch immer, Gemüse zu essen, dann machen wir es einfach in die Mikrowelle und ja, essen das halt dann gesalzen oder so. Einfach als Basic. Klar, am Abend isst man dann doch vielleicht noch Gemüse, aber so ist man immer auf der sicheren Seite. Und was ihr von mir schon kennt, ist das hier. Gibt es übrigens im Lidl viel günstiger. Kann ich euch empfehlen und schmeckt eigentlich recht identisch, nicht gleich, aber es schmeckt schon, geht schon in die richtige Richtung, sagen wir es mal so. Das Bild sieht zwar gleich aus, aber ja, der Geschmack ist ein bisschen anders. Auf jeden Fall ist das übrigens die Sorte mit dem höchsten Proteinanteil. Jetzt nicht unglaublich hoch, aber kann man ja zum Beispiel ganz gut kombinieren. Und zwar hat das pro Portion immerhin 7,9 Gramm Eiweiß. Wenn man sich dann noch was dazu macht, ja, kommt man dann auch easy peasy auf seine Proteine. Und jetzt vielleicht direkt zum Thema Obst, was auch immer als Basic im Kühlschrank, im Gefrierschrank bei uns ist, sind gefrorene Himbeeren, weil die einfach so top sind. Ne? Die haben Ballaststoffe, die sind mikronährstoffreich und wir machen die halt super gerne in den Porridge und deswegen haben wir das immer mehr im Kühlschrank. Gefrierschrank! Und was ich im Sommer auch immer richtig feiere, sind Melonen. Das hier ist jetzt eine Cantaloupe. Sagt man Cantaloupe oder Cantaloupe? Auf jeden Fall liebe ich Melone im Sommer. Kann man zwischendurch mal snacken, hat eigentlich auch ein ganz gutes Verhältnis, Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich mal. Also man isst da jetzt nicht Unmengen an Kalorien, obwohl man sagen muss, ja, je nach Melonensorte sind das natürlich ein bisschen mehr, aber trotzdem in der Diät kann man das ja super integrieren. Und ich liebe das auch vor allem mit Feta. Also Feta-Melonensalat ist ja wohl der Oberhammer, oder? Auch ziemlich nice, kaufe ich mir aber super selten, weil die sind immer schweineteuer, sind Kirschen. Aber ich liebe die. Und was man hier sagen muss, gerade in der Diät super praktisch, man isst daran halt echt lange, ne? Und das ist immer eine gute Sache in der Diät, dass man an etwas lange isst und nicht zu viele Kalorien. Das ist wirklich mein Game-Changer-Trick im Mini-Cut, dass man sich Sachen aussucht, an denen man lange isst, die jetzt nicht Unmengen an Kalorien haben. Schlechtes Beispiel wäre zum Beispiel Schokolade. Isst man irgendwie oder atmet man gefühlt ein, ne? Ist ja direkt weg. Und ein gutes Beispiel ist halt, wie gesagt, Obst und Gemüse. Und was eigentlich auch da reinpasst, ist dieser Tee. Der ist richtig nice, müsst ihr mal probieren. Karibische Mango.
Und ich habe mir letztens einen Früchtetee gekauft, der im Prinzip kalt getrunken wird. Ist aber eigentlich das gleiche wie ja, Teebeutel, die man halt in warmes Wasser macht. Also da habe ich jetzt keinen Unterschied geschmeckt. Ich habe es auf jeden Fall auch im warmen Wasser ausprobiert und das war auch geil. Und das kann man sich hier natürlich auch einfach kalt machen, ne? Dass man sich das vorbereitet, in den Kühlschrank stellt und hat man ein richtig nices Sommergetränk ohne Kalorien. Ne? Also da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt sonst immer Fanta mit Zucker trinkt, kann man sich das halt als richtig geile Alternative machen. Kann man dann auch ein bisschen Süßstoff reinknallen und dann ist das wirklich ein perfektes Sommergetränk. Auch in dieser Abteilung so ein bisschen zum Snacken. Ich hole mir manchmal Rote Beete, kann man eigentlich auch ganz leicht in die Diät integrieren. Genauso wie, boah, wie spricht man das jetzt aus? Eigentlich Gewürzgurken, aber die kleinen Gewürzgurken heißen Cornichons. Auf jeden Fall finde ich halt sowas ganz nice, wenn man mal irgendwas snacken will und was jetzt nicht so ganz da reinpasst, aber diese milde Peperoni sind so geil, die kann man wirklich überall drauf machen, sei es auf eine Pizza, sei es in einen Wrap, wie ihr es im letzten Full Day of Eating gesehen habt. Finde ich richtig nice und diese Marke, die war jetzt so lange ausverkauft, also von Kühne ist jetzt keine, also kennt man eigentlich, aber ich hatte dann immer Alternativen geholt und Kühne sind echt mit Abstand die leckersten. Also ich fand die anderen, die haben, konnten wirklich gar nicht mithalten. Deswegen, falls ihr die sucht und die sind halt nicht scharf, ne? Das ist halt das Praktische. Kann man auf jeden Fall gut machen. Auch zum Thema Leitprodukte. Einmal wirklich eine klare Empfehlung von mir und zwar diese Fanta. Fanta Maracuja. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine ausländische Fanta-Sorte, weil da steht halt auch alles irgendwie, ich glaube vielleicht Spanisch. I don't know. Auf jeden Fall richtig lecker und hat halt auch kaum Kalorien. Also 4 Kalorien pro 100 Milliliter. Wirklich, die ist so lecker. Ich kann es nur empfehlen. Und was man natürlich auch richtig gut in die Diät integrieren kann, sind so Low-Calorie-Soßen im Prinzip. Da spart man sich dann schon einiges. Ich habe mir hier mal eine ganz neue, also ich weiß nicht, ob die neu ist, aber ich habe sie noch nicht probiert. Curry Mango Style Kello Fit. Und die finde ich eigentlich nice. Wir haben immer, was war das nochmal? So eine weiße Soße. Die haben wir eigentlich immer und essen die voll gerne, zum Beispiel zur Pizza. Dann tunken wir immer so ein bisschen die Pizza da rein. Das schmeckt richtig nice. Wie heißt das denn jetzt nochmal? Nicht Mayo, sondern schreibt mal in die Kommentare, falls es euch einfällt. Ich schreibe es auch rein, falls es mir einfällt. Ich merke schon, ich bin heute so ein bisschen durch. Liegt aber daran, weil ich meine Tage habe. Ich habe übelst Muskelkater, weil ich bin gerade in der Overreaching-Woche. Habe deswegen irgendwie schlecht geschlafen und habe mir gerade eben erstmal einen Fokus reingeknallt, damit ich hier überhaupt irgendwas reden kann. Jetzt geht's einigermaßen. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt bei der Proteinabteilung, ne? Und das hier habt ihr letztens schon bei mir gesehen im Einkaufsvideo. Da habe ich ja günstig gegen teuer getestet und da gab es auch von Aldi die günstige Variante und ich muss sagen, günstige hat mir fast schon ein bisschen besser geschmeckt, aber ich finde die hier auch ganz nice, vor allem dieses Doppelte, ne? Das kann man zwischendurch einfach mal machen und ja, wenn man seine Proteine halt decken will, ist das eigentlich ganz nice. Und was ich auch entdeckt habe und noch nicht probiert habe, sind halt diese kleinen Tütchen hier. Und zwar, ja, High Protein, Milchreis und Pudding. Obwohl ich auch sagen muss, das habe ich auch letztens schon gesagt, ich persönlich mache mir das halt einfach auch zum Teil gerne selber, weil das ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Schmeckt auch meistens besser, wenn man da sein eigenes Proteinpulver reinmacht. Also wie gesagt, ich kann euch das mit dem Evoway nur empfehlen. Vanilleeis oder Schoko, schmeckt beides richtig nice. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie das so schmeckt. Und ich finde es halt praktisch, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Dass wenn man wirklich so gar keinen Bock hat und einfach mal schnell das machen möchte, dass man das dann auch machen kann. Hier steht Proportion, hat das Ganze, also Proportion, ja, wo steht es? 278 Kalorien und 15 Gramm Eiweiß. Ihr wisst ja meine Meinung zum Thema Eiweiß, ne? Aber wenn man das jetzt vielleicht nach einer Mahlzeit noch isst, kommt man ja auch auf seine Proteine und somit kann man dann die Proteinsynthese decken bzw. aktivieren. Und hier sind es nur 10 Gramm Eiweiß pro Portion. Aber immerhin, ne, kann man mal zwischendurch vielleicht machen. Und jetzt ist das hier auch noch dabei, ne? Aber das ist keine proteinreiche Variante, sondern Alpro Natur Kokosnuss. Und der schmeckt richtig gut. Und ich kann euch nur empfehlen, falls ihr mal so ein Proteinsmoothie oder so macht, wie ihr das bestimmt schon mal in meinem Video gesehen habt, dann macht das mal da rein. Das schmeckt richtig lecker. Also es schmeckt dadurch halt richtig sommerlich, nach Kokos so ein bisschen. Kann ich nur empfehlen. Und was natürlich nicht fehlen darf in der Diät, kennt man, Magerquark, Speisemagerquark, habe ich ja ein Video zu gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon online ist, wie ich es das jetzt getimt habe. Entweder kam es jetzt schon online oder es kommt nach diesem Video online. Und zwar 3 richtig, richtig, richtig nice Magerquark-Rezepte. Müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, wenn es noch nicht online ist, macht mal die Glocke an, dann werdet ihr nämlich erinnert, sobald es online kommt. Und falls es online ist, schaut es euch an, weil die Rezepte sind so nice geworden. Wirklich kann man so gut in die Diät integrieren und
ja, die sind halt super schnell fertig, schmecken geil. Was will man mehr, oder? Also, ja, Magerquark kann man auf jeden Fall zwischendurch mal machen. Ich bin jetzt übrigens bei Alnatura im Moment stehen geblieben bei den meisten Sachen. Ist eigentlich eine ganz gute Marke. Ich finde auch vom Preis-Leistungs-Feld, das geht's voll klar. Dann kommen wir zu körnigem Frischkäse. Habt ihr ja in meinem letzten Full Life Eating gesehen, dass ich das super gerne in so kleine Paprikaschoten reinmache und dann snacke. Einfach ein bisschen Avocado-Würz habe ich drüber gemacht, drüber oder Salz, Pfeffer, was auch immer. Und dann schmeckt das halt richtig nice. Also das kann man auch machen, hat natürlich auch viele Proteine. Easy peasy, also so kann man seine Proteine echt richtig leicht decken. Genau wie das hier zum Beispiel. Feta Light von Salak, das finde ich mit Abstand am leckersten. Und kann man auch, wie gesagt, sich einen richtig geilen Salat mitmachen. Entweder mit Melone oder einfach irgendwas anderes. Ich finde auch die Kombi Obst im Salat. Ihr merkt gerade, ich habe einen Flow, der das Koffein und Theanin wirkt. Auf jeden Fall finde ich das richtig nice. Also Obst im Salat und dann mit sowas zusammen, so die salzige, süße Kombination ist top. Ja. Auf jeden Fall kommen wir noch zu einer Protein-Alternative und zwar Kichererbsen und ich habe mir hier mal so Wachtelbohnen geholt. Die hatte ich tatsächlich noch nie, deswegen weiß ich gar nicht, wie die schmecken, aber die sehen irgendwie super interessant aus. Die sehen echt aus wie so kleine Wachteleier. Die wollte ich mal auf jeden Fall testen. Und was ich hiermit vorhabe, man kann ja richtig gut mit sowas wie Kichererbsen backen. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, dass ich vielleicht so ein Protein-Brownie-Rezept mache. Wahrscheinlich erst nach dem Urlaub, weil wir gehen ja, oder wir fahren ja jetzt in ein paar Tagen schon in den Urlaub. Und deswegen, das wollte ich unbedingt ausprobieren. Ich habe mir nämlich schon so ein paar Inspirationen rausgesucht, in welche Richtung es gehen könnte. Und da wollte ich mal so ein bisschen was ausprobieren. Aber, ne, falls ihr eben nicht viele tierische Produkte konsumiert, dann kann ich euch das hier empfehlen. Oder eben veganes Proteinpulver. Kommt ja auch jetzt ganz bald bei Ivo raus. Ich kann schon mal so ein bisschen anteasern. Die Werte sind next level. Sowas auf dem Markt gibt es bisher echt noch gar nicht. Also es ist richtig krass geworden, das Produkt. Tatsächlich hat es, glaube ich, fast bessere Werte als unser Evo Way. Einfach heftig, auch vom Geschmack. Ich habe das getrunken und habe gedacht, okay, trinkst du jetzt hier wirklich veganes Proteinpulver? Ist heftig geworden, aber ich weiß noch nicht ganz genau, was rauskommt. Ich werde euch auf jeden Fall drin erinnern. Ne? Und jetzt kommt etwas, das habe ich mal in der letzten Diät öfters gegessen. Dieses Mal weiß ich gar nicht, warum ich es nicht mit integriert habe, weil das ist eigentlich ziemlich praktisch. Ja, ich zeige es euch einfach mal. Und zwar haben wir hier so Nudeln. Und zwar sind das, wie heißt das nochmal? Hier, Cognac. Ist Cognac nicht ein Naja, auf jeden Fall ist das die Cognac-Wurzel, denke ich mal. Ist es eine Wurzel? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat das Ganze echt nicht viele Kalorien. Ne? Also das enthält 3 Portionen, nee, 66 Gramm. Und das hat einfach pro Portion nur 6 Kalorien. 6 fucking Kalorien. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Und was ich super interessant fand, das habe ich nämlich entdeckt, es gibt das auch als Reis. Habe ich noch nicht probiert. Ich hatte bisher immer die Nudeln. Es ist halt so, also natürlich sind das keine Nudeln. Du isst da jetzt kein, also das, natürlich ist das ein Unterschied. Aber das ist halt trotzdem, wenn man es gut macht, echt ganz nice. Und natürlich sättigt es schon so ein bisschen. Man kann, ja, wenn man gerade viel Hunger hat oder einfach mal Bock auf irgendwie sowas mit Tomatensauce, anstatt sich dann Nudeln, die echt kalorienreich sind. Also ich finde, so Nudeln ist so die schlechteste Variante in der Diät. Also ich würde immer eher, wenn ich so mit Hunger zu kämpfen habe, ne, also es gibt ja keine Verbote in der Diät, man kann ja alles integrieren, aber wenn man so Probleme hat, den Hunger zu stillen, sag ich mal, dann würde ich immer auf Kartoffeln zurückgreifen. Und hier hat man halt so eine Alternative, dass man, kann man dann einfach mal machen, schön mit Tomätchen, mit Tomatensauce, Würzen, richtig pikant und dann schmeckt das eigentlich ganz nice und es ist halt super schnell gemacht und es ist einfach nicht schlecht, also es ist jetzt nicht, dass man sagt, wow, das ist jetzt der krasseste Genuss, aber es ist eigentlich eine ganz coole Sache, deswegen wollte ich euch das zeigen. Und wir kommen jetzt hier in die Brotabteilung. Was ich immer zu Hause habe, ist Proteinbrot. Und ich finde das hier zum Beispiel am leckersten von der Marke Harry, glaube ich zumindest. Und ja, das ist eigentlich so mein liebstes Brot und mein liebstes Eiweißbrot. Und ich finde, das schmeckt 0,0 nach Eiweiß. Also, dass das irgendwie proteinreich ist, das schmeckt man gar nicht raus. Hat pro Portion, also pro Scheibe, 102 Kalorien. Und im Toaster kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Wenn man das dann noch irgendwie mit zum Beispiel Rührei drauf oder so, dann kommt man auch, oder bekommt man auch echt eine super proteinreiche Mahlzeit. Und jetzt kommen wir zum zweiten Brotsnack. Und zwar sind das diese, ja, Brotscheiben. Dünnes Roggen, Vollkorn, Knäcke mit Sauerteig ist das. Habe ich früher als Kind so oft gegessen und ich finde, das habe ich jetzt halt entdeckt im Edeka. Habe ich jetzt echt wirklich lange nicht gegessen. Und das ist halt eigentlich auch ganz nice, weil die schmecken erstmal richtig nice, finde ich. Und da kann man sich natürlich auch richtig gut Körnigen, Frischkäse oder so drauf machen, Tomätchen drauf, bisschen Gewürze. Und dann hat man auch einen richtig nice Snack. Ist jetzt kein krasser Diät-Hack, ne? Aber ist auf jeden Fall lecker. Kann man machen. Ich muss mal hier immer zwischendurch
zwischendurch auf die Zeit gucken, damit ich hier nicht zu lange rede. Grieß war auch dabei, ist jetzt auch kein krasses Diätprodukt, aber kam in meinem Rezept mit Magerquark vor. Wie gesagt, checkt's unbedingt ab, ultra nice, und damit kann man sich natürlich auch richtig leckeren Proteingrießbrei oder so machen. Und wir kommen auch schon in die Süßigkeitenabteilung. Was halt bei mir so in der Diät nicht fehlen darf, ist natürlich Eis. Ich esse auch super gern normales Eis, habt ihr auch in meinen Folder of Eatings gesehen. Aber gerade in der Diät ist halt so Wassereis so nice, weil das echt ja, wenig Kalorien hat, kann man dann einfach nochmal integrieren als kleinen Snack, wenn man nochmal Lust auf irgendwas hat oder gerade wenn es jetzt warm ist und man sitzt in der Sonne, dann gönnt man sich halt einfach so ein Eis. Und zum Beispiel die hier, die sind aber auch echt klein, muss ich sagen. Ich war so ein bisschen so geschockt, als ich die gesehen habe, wie klein die sind. Es gibt ja auch zum Beispiel noch Capri-Eis oder so, das finde ich jetzt noch ein bisschen besser, glaube ich. Aber die hier zum Beispiel haben nur 39 Kalorien, sind aber auch, wie gesagt, super klein. Kann man aber auf jeden Fall machen. Das hier ist jetzt sogar made with fruit juice. Wow. Ja, kann man machen auf jeden Fall. Dann, was ich immer richtig nice finde, sind so Rice Cracker. Die hier sind jetzt mit Barbecue. Man muss sagen, es war alles ausverkauft und ich bin eigentlich kein Barbecue-Fan, aber ich dachte mir, ich probiere die mal. Es gibt die auch in der süßen Variante, ne, in so einer salzigen Variante. Ist halt eigentlich auch super praktisch und hat echt ein gutes Verhältnis. Pro 40 Gramm, und man isst auch hier wieder daran sehr lange, weil die so leicht sind. Pro 40 Gramm 156 Kalorien. Ich muss sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis, also vom Preis her, ist halt nicht so optimal, weil die sind echt teuer für die kleine Packung. Aber so in der Diät kann man das echt mal snacken, wenn man zum Beispiel auch unterwegs ist, ist das schon ganz praktisch. Jetzt kommen wir zu etwas, das wahrscheinlich viele Fitness-Influencer nicht zeigen würden. Brombeeren, ne? Also ich finde Brombeeren auch richtig nice, sind halt wieder leicht. Snackt man sehr lange dran, dadurch perfekt für die Diät geeignet. Das ist halt, wie gesagt, so das, worauf man achten sollte, dass man lange an etwas isst. Es muss jetzt nicht immer super kalorienarm sein, aber so länger man an etwas isst, desto besser ist es in der Diät, ne? Also wenn etwas sehr schnell weg ist, finde ich das immer, ja, kann man auch integrieren, ne? Ihr wisst es ja, aber ich finde, man sollte eher solche Lebensmittel ein bisschen mehr integrieren und zum Beispiel Lebensmittel, die super schnell weg sind und super viele Kalorien haben, wie zum Beispiel ein Donut, dann vielleicht eher ein bisschen weniger, vor allem jetzt als Frau, wenn man da nicht so viel Spielraum hat, ist das schon empfehlenswert. Und was ich auch noch entdeckt habe, die hatte ich zum Beispiel noch nicht, sind Kichererbsen. Kichererbsen-Chips mit Paprika-Flavor. Und die haben auch eigentlich ganz interessante Werte. Also von den Kalorien nicht, aber pro 100 Gramm 420 Kalorien und 13 Gramm Eiweiß immerhin. Ja, kann man auch auf jeden Fall mal snacken. Die werde ich auf jeden Fall testen und werde euch dann mal ein Feedback geben, wie die so schmecken. Aber ja, ich finde Chips in der Diät sind eigentlich ganz nice, weil die so, ja, befriedigend sind, ne? Also man kann da echt, hat dann echt nochmal so, wenn man so ein bisschen Gelüste hat, man isst ein paar Chips, finde ich das eigentlich ganz nice. Genauso wie Gummibärchen, da gibt es ja diese Schnüre von Hitchlight, die kann ich euch auch empfehlen. Auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ob selbst gemacht oder nicht, ist Popcorn. Das kennt ihr ja schon von mir, dieses Sweet and Salty. Unbedingt in die Mikrowelle machen für 35 Sekunden. Kurz abkühlen lassen und dann genießen. Schmeckt wirklich wie Kinopopcorn. Einfach richtig nice. Ich kann es euch, wie gesagt, nur ans Herz legen, die mal zu testen. Und ihr könnt euch die ja auch selber machen, ne? Also wir haben zum Beispiel so einen Popcorn-Loop. Haben wir jetzt echt lange nicht verwendet, aber da kann man dann natürlich auch schauen, ob man es nur salzig macht, ob man ganz wenig Zucker, ob man sogar nur Süßstoff dran macht. Und ja, aber generell zum Thema Popcorn ist einfach mein Favorite-Diät- oder Mini-Cut-Snack. Und zum Schluss haben wir hier einmal noch Wassereis. Die hatte ich jetzt noch nicht im Gefrierschrank, aber dies ist halt ja eigentlich genau das gleiche wie das andere, aber noch kalorienärmer im Prinzip. Also steht hier pro Dings drauf. Ja, 16 Kalorien pro Eisstick, sage ich mal. Und was ich jetzt brauche von euch, ist eine Empfehlung, weil ich möchte mir demnächst mal das selber machen. Man kann das ja zum Beispiel auch mit Proteinpulver machen oder einfach halt nur, indem man es halt selber macht, irgendwie mit Fruchtgeschmack oder so. Kennt ihr irgendwie so Dinger, so wiederverwendbare Dinger, die man sich irgendwo kaufen kann? Dann schreibt mir mal in die Kommentare. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich möchte halt nicht jedes Mal so ein Plastikding verwenden, sondern ich möchte die wiederverwendbaren Dinger dafür. Und ich weiß, dass es die gibt. Und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir unbedingt Feedback da. Und wenn ihr den Kanal weiterhin sehen möchtet, dann auch ein Abo, damit ihr kein Video verpasst. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!